Hey, dich habe ich noch nie in Silver City gesehen. Bist du neu hier? Ich bin bloß auf der Durchreise. Du hast nicht zufällig Team Rocket gesehen? Doch, ich habe hier nämlich ein tolles Kostüm. Oha, siehst du, ist doch cool, oder? Nicht wirklich, ich bin nicht so gut auf Team Chocolate zu sprechen. Kennt Team Chocolate? Also für dich kann ich alles sein. Ich glaube, es sollte besser gehen. Ja. Mal hier rein. Bevor ich Orden sammle, soll ich erstmal das E von Professor zurückbringen. Verdammt, gestern stand ich echt im Abgrund, aber heute bin ich schon einen großen Schritt weiter. Deprimierend. Einen großen Schritt weiter, ja. Meteorhallen. Ach du Schande. Ein Kometenbogen, ja. Okay, hier kommen wir nicht links. Hier kommen wir links. Und ist das ist, was ich denke, haben wir im Grunde der Meteorhöhlen auch eine andere Sache. Was storymäßig ist, spoilern wir noch nicht. Ich weiß es halt schon. Ich glaube ja. Bin ich komplett irre. Nein! Ich gehe zu. Die Leiter muss ich hochgehen. Bisher noch keine Pokémon hier. Das ist seltsam. Schutzseite habe ich aber gerade nicht dran, oder? Ist noch keine Pokémon-Begegnung, bin jetzt echt seltsam. Alte Villa, was? Verfluchte Villa Kunterbunt. Was? Folgen wir mal ihm. Ein wildes Zwirrlicht erscheint. Das können wir uns fangen. Wenn wir was können. Eins, zwei. 4, 5, 6. Zwirrlicht wurde gefangen. Yay. Ja, mein Zwirrlicht, Zwirrlicht. Was? Willkommen zurück zu Pac-Man. Ich bin eine Runde Pac-Man. Also, verdammt. Jetzt wird mehrere Leben. Verdammt. Dann war ich Game Over oder was? Oha, ich war zu mutig. Nein, 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 verdammt. Game over. Müssen wir jetzt die Runde Pac-Man gewinnen. Schuppert. Sieht fast so aus.
Okay. Spielen wir eine Runde Pac-Man. Oh je. Warum haben wir den nicht gegessen? Nein, verdammt. Ich bin blöd. Okay, komm jetzt hier. Die Punkte aus der Mitte holen. Na verdammt! Ist doch nicht mehr viel. Das kriegen wir hin. Nice, geschafft. Huch, was ist das denn? Hier liegen 1000 Bugdonner. Ich nehme die mal mit. Das ist der Text, habe ich nicht gelesen. Noch eine Runde oder was? Man kriegt halt einfach Geld, wenn man hier gewinnt oder was? Seit. Tolles Gimmick hier. Vor einer Runde Pac-Man. Verdammt! Ein Mann mit 12 nichts. Ich stelle mich bloß gerade vor, gerade blöd an, aber du brauchst auch Pac-Man entfernen, das ist. Nein, 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 nein. Die Klassiker durchschneiden schon oft gerne gespielt. Und gut ist natürlich eine Beziehung für dieses Spiel, also das ist halt nicht das sagen könnte damals, schon Erinnerungen damals. Also ich bin ein großer Fan von Retro-Spielen. Was? Dann hier. Hier kommt aus der Mitte. Hier noch die Punkte. Nice. Huch, was ist das denn? Hier liegen 1000 Pokédollar. Muss wohl so etwas wie ein Preisgeld sein. Sind wir reich, jetzt haben wir 2000 Dollar. Hoffentlich können wir die behalten. Okay, ansonsten hier noch was in der Höhle. In der alten Villa. Hier ist ein Item. Ein Sonderbonbon, nehme ich natürlich gerne mit. Flamme davon jetzt schon. Fünf von da. Ja, da kann noch mehr. Hier geht noch mehr. Zwirfenst, natürlich. Okay, hier gibt's nichts mehr. Ist nur der Arcade-Zwirrlicht. Okay, dann gehen wir mal wieder. Gehen wir den Meteorit besorgen. Eine Höhle mit ohne Pokémon. Mit ohne Pokémon. Okay, ich schätze, wir müssen da runter. Tun wir aber nicht. Meteorit. Was hat diesen Stein in einen Bugball gepresst? Reife Leistung. Okay, haben wir das den Meteorit, den wir mitbringen sollten. Gut, dass wir runtergegangen sind. Ach so, hier kann man hoch.
Hier durch. Ist das hier der Weg zur Villa oder was? Ja, alte Villa. Hier waren wir gerade schon. Ich erkunde hier noch ein bisschen. Da hier eh keine Pokémon kommen. Hier ist noch ein Item. Das hätten wir verpasst. Ein Sonderbonbon. Unser sechstes. Und irgendwann unser Zwölllicht. Oder so. Vor der Liga. Entwickeln. Zebra City. So, wo ist das Labor? Meteorit für dich. Ah, da bist du ja wieder. Mike übergibt Meteorit. Oh, okay. Ich werde jetzt schnell den Meteoriten einbauen. So, jetzt ist eine Zeitkapsel. Oh, mein Handy. Was? Ein neues Pokémon? Ich komme sofort. Tut mir leid, aber ich muss gehen. Ich berühre dann mal. Das ist die Zeitkapsel von Professor Palm. Da ist ein rot leuchtender Knopf. Soll ich drauf drücken? Natürlich. Rote Knöpfe sind dafür da, um drauf zu drücken. Was passiert? Mike tot. Okay. Sehr schön. Und damit seid gegrüßt zu Pokémon Blau Edition. Was geht denn hier ab? Let's Play Pokémon Blau Edition. Und warum ist hier alles schwarz-weiß? What the fuck? What the fuck war das? Neues Spiel. Ich will endlich wissen, was hier abgeht. Oh, schön. Warum bin ich nur an diese Zeitkapsel gegangen? Wetten, ich sehe in schwarz-weiß total blöd aus. Die Farben passen nicht zu mir. Außerdem sind sie für den nächsten Herbst vollkommen aus der Mode. Da ist ein Fenster, von dem reicht die Spiegelung aus, um mich zu sehen. Ah! Ich bin ein Junge geworden. Nice, dann spielen wir mal Pokémon Rot war das. Dann Pokémon nehmen Pokémon Blau Edition. Toll, ein SNES und ein Controller. Langweilig, ich will verdammt nochmal eine Wii. Eieieiei, jetzt mal vorsichtig hier. Es ist die Wii einem SNES vorziehen. Hör mal. Hör mal. Es ist. Hallo Ash. Was soll das heißen, Ash? Mein Name ist Maiko. Was? Ich werde doch wohl noch wissen, wie mein Sohn heißt. Bin ich dein Sohn? Nicht zuletzt, weil ich kein Junge bin. Ich hab's doch gewusst, mein Sohn ist eine Transe. Ich kommentiere das mal nicht. Ihr wisst ja. Ein bisschen transsexuellenfeindlich. Zumindest schwierig. Das Schwierige, sag mal, das Schwierige, es ist Humor. Das ist schwierig. Was? Nein, bin ich nicht. Doch allein schon wegen deinem Traum, Pokémon-Meister zu werden. Kein normaler Mensch würde auf den Gedanken kommen. Schwierig. Boah, diese piepsenden Töne der Musik bringen mich noch um. Ich will zurück nach Feuergrün. Haus von Ash. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und abrufen. Ach was. Hallo Pokémon Professor. Hallo Ash. Du warst gerade nicht da. Was? Okay, dann nehme ich mehr von Pokémon.
Das sind Pokéballons, sie enthalten Pokémon. Oh, schade. Können wir noch ein weiteres Starter nehmen? Reicht meine Pokémon? Ja, habe ich mit dabei. Fantastisch. Und sie sind bunt. Müsste hier nicht eigentlich Gary's Schwester sitzen? Hast du ein Pokémon? Hast du ein Problem mit meinem Aussehen? Nein, mit der Tatsache, dass hier nicht Gary's Schwester sitzt. Bin ich hier der NPC oder du? Haus von Gary. Ach, das ist unser Haus. Ab und zu Gras. Warte, geh nicht hinaus. Da kommt der Professor. Das ganze Dorf abgesucht, der ist nicht da und der kommt von hinten. Draußen ist es gefährlich, ich will der Pokémon nehmen im hohen Gras. Da brauchst du eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ich habe doch schon einen Pokémon. Ich habe sogar mehrere. Nein, das kann nicht sein. Ich habe dir noch keins gegeben. Das habe ich auch nicht von ihnen bekommen. Naja, also nicht hier in Alabaster, sondern in Knoblauchheim. Knoblauchheim? Nie von gehört. Naja, aber wenn du meinst, dass du keinen Pokémon von mir brauchst, bitte. Doch, ich will eins. Ich nehme eins. Mein Pokémon-Professor. Das sind Pokémon, das sind halt Pokémon. Hast dich umentschieden? Willst du doch ein Pokémon haben? Dann such dir mal eins aus. Wir haben bereits ein Shigi. Das Bisasam? Nein. Was haben wir noch nicht im Team? Pokémon? Schluck, Schneepika, Taubsitzwürdigt. Glumanda würde Sinn machen. Du bist ein Glumanda. Du bist Shigi. Wir haben ja gegeneinander kämpfen und ich hab Shigi. Ja. Ja, und zwar jetzt, wie es geskriptet ist. Wäre es mit einem Kampf? Mike sitzt Shigi ein. Na, Shinnok. Los, Shinnok. Mit Stärke. Mist, ich habe das falsche Pokémon ausgesucht. Und dann werde ich dich schon ein bisschen noch besiegen. Ja, also, auf und zu Gras, Route 1. Sieht ein bisschen anders aus. Route 1. Muhahaha. Ich habe das ganze Gras geraucht. Jetzt habe ich die Pokémon, jetzt haben die Pokémon kein Zuhause mehr. Ja. Das ganze Gras, das ganze Ruhe Gras geraucht. Ja, Mahlzeit. Wie soll ich ohne Gras meine Pokémon-Sammler vergrößern? Das ganze Gras weggeraucht. Auf der ganzen Route. Vertania City. Auf dem Weg nach Vertania City. Nach Vertania City. Das sind doch die Lyrics zum Text, oder? Weg nach Vertania City. Das gibt's noch nicht. Die Tür ist. Das gibt's doch nicht. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Weg. Alle sehen so aus wie ich. Tja. Guck mal, Markt. Hey, du kommst aus Anabastia, oder? Professor Eich schickt dich nicht wahr? Seine Bestimmung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ash erhält Eispaket. Stand's da gerade? Ash erhält Eispaket. Ich heiße verdammt nochmal Michael. Ich verstecke mich hier im Markt vor meinen Klonen. Das ist kaum zu glauben, aber irgendwie sehen alle Jungs in meinem Alter aus wie ich. Scheint, als hätte Game Freak früher nicht genug Grafiker für Abwechslung oder der NPCs gehabt. Tja. Schaut wohl so aus. Dum, dum, dum. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Hast du ein Mio? Möchtest du es gegen Taubsi tauschen? Die typischen.
Die typischen Tauschsachen mit Whisky tauscht doch nicht. Schade. Das ist eigentlich kein Taubsi tauschen. Okay, was macht er? Liegen? Oh mein Gott, mein Opa hat einen Herzinfarkt. Also verdammt Kaffee. Wir laufen einfach mal drumherum. Kannst du nicht durch, das ist ein Privatgelände. Okay, dann nicht. Catania City. Hey, schenkst du mir eins dein Pokémon? Nein. Okay, komm nicht durch. Bitte 22. Vielleicht, dass hier alles Gras weggeraucht wurde. Der hat scheinbar von der ganzen Welt, von der Region das Gras weggeraucht. Komm hier direkt durch. Guck mal, Neger. Du hast noch keinen Orden. Na, schade. Können wir also nicht in den Topf hier. Und die Topf hier noch nicht besiegen. So. Gehen wir hier mal einfach weiter. Können wir gar nicht. Da müssten wir dann hoch. Also zurück zum Pokémon-Professor. Dann geben wir ihm sein Zeug. Geht die Funk. Na, passt ja. Hallo Pokémon-Professor. Oh, hallo Ash. Kommst gerade unpassend. Wollte jetzt meinen Mittagsschlaf halten. Wie, du hast ein Paket für mich? Ash übergibt Eispaket. Das ist ein Spezial-Pokéball, den ich bestellt habe. Was ist, Opa? Du hast mich gerufen. Ah ja, ich wollte euch beinahe einen Pokédex geben. Denn da hatte ich nicht genug Zeit für zwei Stück. Der Spezial-Pokéball war zu teuer. Tja, Ash. Wenn es spät kommt, verpasst das Leben. Ich habe mir den Dex als erster genommen. Also gehört er jetzt mir. Von mir aus. Und was ist das andere für ein Gerät? Das ist einer meiner neuen Erfindungen, der Gameporter. Ah ja, und was macht er? Den habe ich ursprünglich für GRs entwickelt. Man kann sich damit von einem Spiel ins andere porten. Vielleicht kann ich mich damit zurück nach Feuerbrin porten. Kann ich den Gameporter haben, so als Ersatz für den Pokédex? Ja, natürlich. Brauche den nicht mehr, hab leider zu spät bemerkt, dass das hier kein Online-Spiel ist. Demnach gibt es hier natürlich keine Games. Jetzt nimm dir das Teil und lass mich endlich meinen Mittagsschlaf halten. Liebend gerne. Sieht aus wie ein Lexikon, aber die Seiten sind unbeschrieben. Nee, warte, da scheint noch was zu stehen. Please choose game. Ach verdammt, ich kann doch gar kein Englisch. Naja, scheiß drauf, einfach mal auf den Knopf drücken. Okay. Und weiter geht's. Mit Tetris. Boah, jetzt wurde ich schon wieder geblitzdingst. Also hier bin ich auf jeden Fall nicht richtig. Also die Musik ist hier auch nicht viel besser als in Pokémon Blau. Ich kann gar nicht steuern. Wie lange muss ich diesen Krach noch zum Kram noch einziehen? Naja, den Zug hatte er einfach nur verhauen. Ich steuere gar nicht. Ist das Spiel. Hier eine Reihe ist weg. Wow, was suche ich hier auf dem Spielfeld? Nur schade, dass ich das nicht selbst spielen kann. Ich würde gerne eine Runde Tetris spielen. Jetzt bin ich hier zwischen schwarzen und weißen Quadratschädeln gefangen. Na super. Was passiert mit mir, wenn diese Reihe verschwindet? Sterbe ich dann?
Wow. The Legend of Zelda. Aua. Hätte man die Landung nicht sanfter programmieren können. In Farbe. Aber das ist keine Pokémon-Welt. Und ich glaube, und ich bin noch immer ein Junge. Hey, bist du nicht Zelda? Wird gerade sagen, Zelda. Hey. Ich bin Link, wann lernt ihr Nukes das endlich? Das ist mein Ding. Moment mal, das ist mein Pokémon. Du hast das fallen gelassen und ich hab's eingesammelt. In RPGs darf man alles behalten, was man findet. Also Pech gehabt. Na toll, wie bekomme ich jetzt mein Pokémon zurück? Hol was zurück von Zelda. Hier. Du bekommst den Pokémon nicht zurück. Es gehört aber mir, das habe ich eben erst von Professor Eich bekommen. Nee, halt, das war von Professor Eicher. Damals wurde es eh noch nicht gestohlen. Oder Moment, in Pokémon Blau ist er doch schon immer Eich. Ach, jetzt bin ich verwirrt. Es ist genauso wie damals, als ich Pokémon Diamant gespielt habe. Da haben die bei Professor Eibe auch nicht das ewig fallen lassen, wie sonst immer üblich war. Wie bist du nicht der Protagonist des Pokémon-Spiels? Wie kannst du dann ein Pokémon-Spiel gespielt haben? Hey, in diesem Spiel darfst du keine solche Fragen stellen. Wieso kannst du denn zum Beispiel reden? Vermutlich hast du recht. Logik und Authentizität gibt es hier einfach nicht. Wo waren wir gerade eigentlich stehen geblieben? Du wolltest dein Pokémon zurückhaben, aber das kannst du vergessen. Dann werde ich dich eben dazu zwingen, sie wieder zurückzugeben. Was? Link schickt Glumanda in den Kampf. Okay, mit Schild gegen Glumanda, das wird leicht. Nur dein Pokémon war schwach, aber jetzt musst du gegen mich kämpfen. Wird bestimmt auch nicht schwer. Na toll, Bogenschuss. Schuss. Als ob. Ich habe noch Supertränke und andere Pokémon im Team. Eine Bombe eingesetzt oder was? Nustfee. Was? Nein. Unfair. Schwerthieb. Das kann lange dauern. Super Dank. Schwerthieb. Schwerthieb. Das ist doch der Kaffee ein. Super Dank. Eine Bombe. Stärke. Na komm. Schwerthieb. So, Link besiegt. Hurra. Schluck erhält 571 Erfahrungspunkte. Ach, was soll es? Hier kannst du deinen Pokémon wieder. Ash erhält Glumanda. So, jetzt bleibt nur noch ein Knopf übrig. Hoffentlich führt der nach Feuergrün. Steingeh-Turnier. Was? Ich bin wieder ein Mädchen, hurra, dann könnte ich also tatsächlich zurück im Vordergrund sein. Aha. Und das Pokémon haben wir dabei. Glumanda. Sogar live in Farbe. Steingeh-Turnier Island. Hier ist nicht das geheime HQ von dem Shop. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay. Ich würde für heute mal eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ich habe extra die Zivilisation verlassen, um Ruhe zu finden. Doch dann kamen diese Chocolate-Typen. Die nächtlichen Techno-Partys hört man bis hierher. So viel zum Thema Ruhe. Ich
Ich habe nun die Gegend verlassen, um ein neues, ruhigeres Völkchen zu finden. Sucht mich nicht, Zeichen der Einsiedler. Verscheucht von diesem Techno-Shop-Itz. Boah, vielleicht darf ich mitfeiern. Oh, ich bin so gespannt und voller Vorfreude. Und zu uns Techno-Shop-Itz feed Mike Bam. Okay. Das ist ein Item. Das will ich noch holen. Sonderbarband Nummer 7, wenn ich mich nicht verzählt habe. Okay, hier gibt es noch einiges zu entdecken in den Höhlen. Erstmal sollten wir. Von dem können wir auch dann nochmal reden. Erstmal sollten wir mit denen hier in Techno-Shockets reden. Aber erstmal speichern, würde ich sagen. Speichern. Doppelt und dreifach. Ja, sicher. So, dann würde ich sagen, wenn ich das hört, mache ich eine kurze Pause. Bis gleich oder bis zum nächsten Stream.